Prinzen William und Harry werden ihren Haushalt in den nächsten Wochen in einem Schockschritt aufteilen. Es wird angenommen, dass die Division unter den Folgen von Megans Freunden in einer US-Zeitschrift vorgetragen wurde. Es wurde gesagt, dass die Beamten des Palastes den Artikel im Voraus nicht kannten. Es unterstützte ihren Umgang mit ihrem Vater Thomas Markle. Von den Brüdern wird erwartet, dass sie vor der Geburt von Harry und Megans erstem Kind in diesem Frühjahr separate Gerichte einrichten. Die Geschwister haben in den letzten Wochen ein Treffen abgehalten, um die Vereinbarungen abzuschließen. Eine Quelle in ihrer Nähe sagte, jetzt haben sie ihre eigenen Familien, sie sind nicht mehr aufeinander angewiesen. Sie sind zu unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Lebensperspektiven geworden. Letztes Jahr enthüllte The Sun, wie der Herzog und die Herzogin von Sussex den Kensington Palace verlassen und in das Frogmore Cottage auf dem Windsor Castle Anwesen ziehen würden. Eine königliche Quelle sagte der Sunday Times gestern Abend, William und Harry arbeiten daran, dass die Sussexes ein Büro haben, das ihre Familie unterstützen kann, wenn sie diesen Frühling zu Frogmore ziehen. Diese Arbeit ist vor der Hochzeit im letzten Jahr im Gange. Eine andere Quelle sagte der Zeitung, wenn William Prinz von Wales wird, wird er viel zusätzliche Verantwortung übernehmen, einschließlich des Herzogtums Cornwall. Harry und Meghan haben nichts davon und scheinen ehrgeizig, ihre eigenen Wege zu beschreiten. Wenn sie ein privates Büro haben, das versucht, beides zu bewältigen, wird es schwierig. William, 36, und Harry, 34, sind mit Gerüchten konfrontiert, dass Ehefrauen Kate und Meghan, beide 37, nicht miteinander auskommen. Courtiers für die Brüder, die seit 10 Jahren zusammenarbeiten, werden für sie separate Rollen übernehmen. Prinz Charles, der für den Haushalt und die Amtsarbeit seiner Söhne vom Herzogtum Cornwall bezahlt, soll darauf bestanden haben, dass die Spaltung ohne zusätzliche Kosten erfolgt.